Hallo und herzlich willkommen bei Mental Radio und zu einer weiteren Folge, um mental fitter und jeden Tag besser zu werden. Heute geht es um das Thema, wie siehst du dich selbst und welche Werte hast du? Wie schaffen es manche Leute, trotz im Urlaub zu sein und ihre Ziele zu verfolgen? Sei es einen strukturierten Tag zu haben oder fünfmal die Woche zum Sport zu gehen. Zeitgleich auch die Freizeit zu genießen, Spaß zu haben und die Dinge zu tun, die du gerne machen möchtest. Wie soll es denn anders sein? Es wird immer so sein, wie du dich selber siehst. Ist das dein Standard und sind das deine Werte? Beispielsweise dich ständig gesund zu ernähren und oder täglich über 12 Stunden an deinem persönlichen Projekt zu arbeiten. Ist es für dich zum Beispiel normal, jede Woche ein Buch zu lesen und dich weiterzuentwickeln? Ist es für dich normal, jeden Tag etwas zu verkaufen? Oder ist es für dich normal, jeden Tag Netflix zu schauen? Ist es normal für dich zu lügen oder sogar ist es normal für dich, nicht strukturiert zu sein? Die Challenge für heute: Schreibe oder male deine Standards bzw. Werte auf. Beispielsweise, ich bin zielstrebig, ich bin top motiviert, ich arbeite smart und hart, ich bin jeden Tag ein wenig besser, ich trainiere hart und arbeite fleißig, ich bilde mich ständig und konstant fort, ich bin ein Geber und kein Nehmer. Ich lerne konstant weiter, ich bin diszipliniert und so weiter. Und lebe jeden Tag wirklich nach diesen Standards und Werte, aber im positiven Sinne, dass dich auch wirklich jeden Tag im Leben weiter voranbringt. Und ich denke nicht, dass dich täglich 2 Stunden Fernsehen weiterbringen werden. Schau in den Spiegel und sei wirklich ernsthaft und ehrlich zu dir selbst. Bis dahin, macht's gut, ciao.